Ich erzähle ein bisschen heute über studentische Partizipation. Das ist hauptsächlich im Rahmen der Fachschaftsarbeit. Das heißt, ich werde, Full Disclaimer, ich werde nicht hochschulpolitische Gremien wie den RCDS oder linke Hochschulgruppen abarbeiten. Erzähle ich auch gleich warum. Kurz als Reflexion über mich selbst als Forscher im Feld. Ich habe meinen Bachelor in Konstanz gemacht, meinen Master in Jena, habe im Master explizit zu diesem Thema geforscht, nämlich zu studentischer Partizipation in Hochschul-Governance-Prozessen. Warum bin ich überhaupt darauf gekommen? Ich bin selbst seit 2011 in der Fachschaft aktiv, bin bei, ich nenne das jetzt hier aktive Vernetzungsgestaltung, das ist essentiell Kongressteilnahmen, Tagungsteilnahmen etc. Und habe da gemerkt, es ist notwendig, die Fachschaftsarbeit zu überprüfen, die Fachschaftsarbeit empirisch mal zu untersuchen auch. Das Ganze habe ich im Rahmen meiner Masterarbeit gemacht. Die ist vor einem halben Jahr auch publiziert worden. Und der Versuch der Annäherungsweise ist ein Versuch von down up. Das heißt, ich habe gesehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Fachschaften zu definieren, aber diese Definitionsversuche, die kommen später auch nochmal, die haben alle ihre eigene Schwierigkeit. Deswegen bin ich bewusst mit einem Mixed-Method-Approach drangegangen, sowohl quantitativ als auch qualitativ, zu erforschen, wie Fachschaften sich selbst identifizieren als Gruppierung, um überhaupt in einem Abhängigkeitsverhältnis, wie sie eben in der Universität stehen, Einfluss ausüben zu können. Insbesondere bedeutet das, wie sitzt ein Student, der jetzt plötzlich mit seinem Prof im Gremium sitzt, da der einem einfach widerspricht. Also wenn ein Professor zum Studi sagt, du hast ja keine Ahnung, oder das ist deine Einzelmeinung, obwohl man als ja, Repräsentant gewählt wurde. Es gibt Versuche, die Fachschaften zu definieren. Ich habe ganz bewusst jetzt mir einen rechtlichen Versuch rausgeschaut. Das ist einfach sowohl einmal das Thüringer Hochschulgesetz als auch das Hochschulrahmengesetz. Ich nehme mal an, die meisten von euch haben sich interessanterweise oder schönerweise noch nicht mit den Hochschulrahmengesetzen auseinandersetzen müssen. Das ist nicht die interessanteste Lektüre. Ich habe es im Rahmen der Arbeit gemacht und ich habe gemerkt, es ist, ja, es steht relativ wenig drin. Im Hochschulrahmengesetz steht drin, Partizipation darf frei vorgeschrieben werden von den Ländern, ist Ländersache. Die Länder sagen dann, ja, es gibt Partizipation, kann man machen, aber das ist dann Hochschulsache. Und so wird das im Prinzip von Ebene zu Ebene runtergestuft. Dabei kommt es dann zu keiner Unterscheidung bei der Partizipation an sich. Ob es jetzt fachliche Partizipation ist, fachwissenschaftliche Partizipation von Studierenden an hochschuluniversitären Gremien oder ob es hochschulpolitische Partizipation ist. Ein Vorwurf, den ich gemerkt habe während meiner Masterarbeit, es kommt zu einer Vermengung zwischen parteipolitischem Engagement, das heißt, man hat plötzlich RCDSlerinnen, also die CDU-Hochschulgruppen, die in der Soziologie als Entscheidungshelfer und Entscheidungsträger dastehen. Das hat gezeigt, es ist problematisch, es ist eine sehr problematische Rolle, die rechtlich nicht richtig erfasst ist. Das hat sich später auch in der empirischen Analyse, das ist ganz bewusst so, das ist einfach technischer Test, das hat sich in der empirischen Analyse dann auch gezeigt, dass gerade Politisierung und gerade einfach eine politische Verortung plötzlich eine Rolle spielt. Ich habe einen anderen Definitionsversuch angeschaut. Vielleicht definieren wir uns von unten, oder vielleicht definieren sich Fachschaften von unten über die Eigenverortung. Da hat sich dann plötzlich gezeigt, es gibt eigentlich gar keine so einfache Eigenverortung. Also, was wir hier sehen, ist eine Zusammenstellung der wichtigen Themen aller Fachschaftskongresse. Also die Metafa, das ist eine Meta-Fachschaftstagung, ist ein Zusammenschluss aller Bundesfachschaftentagungen verschiedener Fachschaftsgruppen. Das heißt, wie jetzt hier vorgehoben, gibt es die BUFAG-WISO, das ist die Bundesfachschaftenkonferenz Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Die haben eigene Positionierungen, eigene Themata. Es gibt Themen, die werden von relativ vielen angesprochen, das sind Berufungskommissionen. Es gibt Themen, die werden von einer Fachschaft angesprochen,
nämlich zum Beispiel die BAföG-Novellierung. Das heißt, eine Verortung im Prinzip über die Eigenverortung der Fachschaft ist auch schwierig. Hat sich auch leider in der Empirie gezeigt. Wie übergeht man das? Man kann also nicht ohne weiteres aus einer rechtlichen Definition rangehen. Man kann nicht ohne weiteres aus einer Eigenverortung angehen. Ich habe dann eine Theorie entwickelt, dass sich eine Gruppenidentität sowohl über eine Außendefinition als auch über eine Innendefinition etabliert. Das heißt, wir haben sowohl eine Außendefinition über eine rechtliche Stellung, wir haben eine Außenidentifikation, eine Außendefinition über die Interaktion zwischen FachschafterInnen und dem akademischen Mittelbau, dem akademischen Verwaltungskonstrukt, aber wir haben auch eine Innendefinition über die Selbstverortung. Wie sieht sich die Fachschaft eigentlich selbst? Wie ist die Organisation der Fachschaft? Und wir haben eine Innendefinition über die Partizipation. Was sind überhaupt Probleme? Und da bin ich dann zu einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, das lässt sich nicht mehr mit einer Theorie alleine erklären. Diese Gruppenidentität, die sich daraus ergibt, dafür bedarf es zwei Theorien. Diese zwei Theorien sind auf der einen Seite für die Innendefinition relativ einfach, Berger-Luckmann. Ich habe die sekundäre Sozialisation hauptsächlich benutzt, um eine Sozialisierung, um eine Gruppendefinition von innen zu finden. Aber für die Außendefinition habe ich mich umgeschaut. Was gibt es für Modelle, die eine Gruppenidentität über eine Außeninteraktion legitimieren? Und ich habe mich da eines Modells aus der Organisationstheorie eigentlich eher mal bedient, nämlich dem Mülleimermodell von Cohen, March und Olson. Und habe da gemerkt, dass sehr vieles von der Handlungsweisen, die Fachschaften ausüben, reproduzierbar ist in diesem Modell. Das Modell werde ich euch in den folgenden paar Folien vorstellen, bevor ich überhaupt zum empirischen Teil komme. Und irgendwann mal wird es dann auch weniger modelllastig. Ich habe extra dafür für den Sonntagmorgen auch was eingebaut. Genau. Ich fange erstmal mit einem Teil an, den die meisten von euch irgendwo kennen sollten, mit dem die meisten irgendwo schon die erste Berührung haben sollten, nämlich mit einfach der Innendefinition über die Selbstverortung, das heißt über Berger-Luckmann. Ich habe in der empirischen Forschung Interviews geführt mit Experten und habe quantitative Daten erhoben über Umfragen und habe plötzlich gemerkt, es gibt Themenkomplexe, also in der Transkription, in der Auswertung der Interviews habe ich gemerkt, es gibt verschiedene Themenkomplexe und verschiedene Kategorien, die zu diesen Themenkomplexen zugeordnet werden können. Themenkomplexe aus Berger-Luckmanns Lesweise von der sekundären Sozialisierung und Kategorien, die aus der Empirie in diese Themenkomplexe fallen können. Das heißt, wir haben Themenkomplexe, wie wird Wissen sozialisiert, wie wird Ordnung sozialisiert, wie wird eine Identität sozialisiert. Und das Ganze hat sich wiedergefunden in verschiedenen Kategorien der Fachschaftsarbeit. Das heißt, wie definiert die Fachschaft die Rolle selbst? Wie definiert die Fachschaft die Außeninteraktion? Wie trägt sie das weiter? Wie sagt sie zu Fachschaftsmitgliedern, neuen Fachschaftsmitgliedern, wie man wahrgenommen wird in der Außeninteraktion? Duzt man einen Professor, sieht man ihn, etc. Aber eben auch mit der Problembewältigung. Wie bewältigt Fachschaft Probleme, die einfach bisher nicht existent waren? Und natürlich mit der externen Strukturierung. Das heißt, einfach, wie verortet sich die Fachschaft im Verwaltungskomplex Universität? Ich power da ein bisschen durch, weil ich ansonsten, ich sehe gerade auch bei mir, die Zeit wird schwierig. Der zweite Aspekt der Indefinition ist über Partizipation. Nach Berger-Luckmann fällt das in den Themenkomplex Wissen, Ordnung durch Institutionalisierung und auch wieder Identität. Partizipation bedeutet, welche Gremien erfüllt man? Das heißt auch wieder hier, welche Rolle hat die Fachschaft überhaupt an der Universität? Ist man eine Partyfachschaft, die eigentlich keine Partizipation ausübt, außer sich zu betrinken? Ist man eine Fachschaft, die explizit nur aktionistisch auftritt? Das sieht man dann in den Kategorien, die sich auch wiedergefunden haben in der Empirie. Es gab die Außeninteraktionsfrage, es gab die Definitionsfrage, es gab die Aufgabenfrage. Ist die Fachschaft zuständig für Hochschulpolitik? Muss die Fachschaft sich einmischen, wenn eine Diskussion kommt zwischen Akademie für Soziologie und Deutsche Gesellschaft für Soziologie?
Das kurz zusammengerissen als die Innendefinition der Fachschaft. Für die Außendefinition bediene ich mich, wie gesagt, dem Modell des Mülleimermodells. Das Mülleimermodell setzt verschiedene Ströme voraus, aber setzt verschiedene Grundcharakteristika für Entscheidungsverhalten in anarchistischen Organisationen an. Anarchistische Organisationen werden von Cohen, March und Olson durchaus auch als Universitäten definiert, beziehungsweise Universitäten sind anarchistische Organisationen nach diesem Modell. Dabei sind lassen sich verschiedene Charakteristika zuordnen zu Universitäten bzw. zu anarchistischen Organisationen. Zum einen Problematic Preferences. Es gibt keine klare Problemdifferenzierung. Es gibt keine klare Problemdefinition. Das heißt, das, was die einen als Problem sehen, sehen die anderen nicht als Problem. Ihr könnt einfach mal weiße alte Männer fragen, wie sie zum Problem von Gender-Ideologie steht und Gender-Mainstreaming. Das war bis vor 10 Jahren kein Problem für diese Menschen. Heute ist es eins. Eine weitere Charakteristika ist Unclear Technology. Ich musste ein bisschen schmunzeln vorhin beim Vortrag, als wir uns auf das Recht berufen haben. Es ist erstaunlich, wie wenig Recht oder Rechtsgrundverständnis Fachschaftsmitglieder, aber auch ProfessorInnen haben. Selbst in der Organisationssoziologie, wo man eigentlich erwartet, dass es ein Verständnis gäbe, wie die Organisation funktioniert, auf welcher Basis diese Organisation steht. Und zuletzt eine Fluid Participation. Das heißt, es gibt einfach nicht feste Mitglieder. Wer in akademischen Gremien, in Berufungskommissionen oder ähnlichem mal unterwegs war, wird plötzlich feststellen, dass gerade bei Studierenden, aber auch beim Mittelbau und bei der professoralen Ebene, dass die Mitglieder sehr fluide sind. Mal sind sie da, mal entfernen sie sich wieder, mal sind sie einfach unentschuldigt fehlend. Und das wird als normal hingenommen. Und so gibt es dann eine Außendefinition der Fachschaft, die entlang dieser Charakteristika sich auch wiederfinden lässt in der Empirie, in den erhobenen Daten. Ich komme auch gleich dazu, ich sage die ganze Zeit in der Empirie, ihr kriegt dazu auch noch feste Daten dann. Es gibt eine Außendefinition über die Interaktion. Das heißt, wie gehen Fachschaftler mit Professoren um? Wie nehmen Professoren die Fachschaftler überhaupt wahr? Und hier habe ich mich explizit gesagt, so, die Fachschaft ist erst dadurch zu einer Fachschaft geworden, indem sie Entscheidungen fällt, indem sie Entscheidungen der Interaktion fällt. Und dafür habe ich mich explizit dem Modell von Berger, von Cohen, March und Olson bedient, diesem Mülleimermodell. Eine Sekunde. Genau. Und dafür muss ich das Modell ein bisschen noch weiter ausholen. Und das ist so die Befürchtung, dass dieses Modell sonntags morgens etwas untergehen wird. Deswegen habe ich das Ganze auch noch gleich mal ein bisschen aufgelockert. Das Modell besagt, es braucht verschiedene Ströme, um eine Entscheidungsfindung in organisierten Anarchien auszuführen. Das heißt, es braucht einen steady flow of problems, es braucht einen steady flow of solutions, einen steady flow of decision makers und zuletzt auch einen Entscheidungsstrom. Es braucht die choice opportunities. Jeder Teilnehmer, dabei sind diese Ströme nicht exklusionistisch zueinander, es kann gleiche Sachen geben, aber es kann auch extrem unterschiedlich werden. Das heißt, gerade die Definition zum Beispiel von Problem. Was ist ein Problem? Was ist ein Problem, das entschieden werden muss? Ist eine grundsätzliche Frage, die sehr unterschiedlich aufgefasst wurde bei verschiedenen Fachschaften. Das heißt, auch hier wieder das klassische Sexismusproblem. Manche Fachschaften sagen so, wir haben einfach kein Sexismusproblem, wir sehen dieses Problem gar nicht. Da es keinen Sexismus gibt, weil die Fachschaften zum Beispiel einfach keine Frauen haben, dann gibt es ja auch kein Sexismusproblem. Das ist dann interessant, weil die sehen plötzlich, aus anderen Fachschaften wurden dafür schon Lösungen gefunden. Die erkennen Lösungsstrom, aber kein Problemstrom. Insofern kommt es dann auch zu keiner Anpassung im Prinzip der Fachschaft selbst. Und zuletzt braucht es Decision Makers, es braucht Teilnehmer eben. Es braucht halt Menschen, die diese Entscheidung auch fällen wollen. Und ganz am Ende, ja, es braucht eine Choice Opportunity. Es kann sowohl, Probleme können definiert sein, Lösungen können definiert sein, die Decision Makers, also die Teilnehmer können definiert sein,
Aber es kann trotzdem zu keiner Lösung kommen. Das Ganze, um das etwas aufzulockern, möchte ich euch, weil ich das Internet mag, mit relativ einfachen Mitteln erklären mal, nämlich mit Katzen und Katzenvideos. Beispielsweise für einen Entscheidungsraum ohne einen Entscheidungsstrom, also ohne die Möglichkeit, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Wir haben Teilnehmer, wir haben ein Problem, sagen wir mal so, und wir haben eine Lösung. Das ist Konflikt. Aber es gibt eben keinen Entscheidungsmoment, keinen Finalen, weil der Entscheidungsraum das nicht anbietet. Mit einem klassischen Entscheidungsraum, den gibt es natürlich auch. Wir haben Teilnehmer, wir haben Problem, wir haben Lösung in irgendeiner Art und Weise. Und einen Entscheidungsmoment könnte man jetzt auch behaupten. Aber wir haben immer noch keine Lösung eigentlich daraus, keine Decision. Dafür haben wir das dann hier. Wir haben Teilnehmer, wir haben das Problem, nämlich eine Straße zu überqueren. Wir haben Lösungen, man stoppt dafür die Autos. Der Entscheidungsstrom hat augenscheinlich funktioniert und zur Entscheidung kam es dann auch. Das heißt, wir haben Decision Maker, wir haben Problem Solutions, wir haben Problems, wir haben Solutions und eben the Room of Choice. Genau, ich hoffe einfach mal, dass es euch so dadurch ein bisschen wach hält am Sonntagmorgen. Zuletzt, sollte das eigentlich nicht weiß sein, das ist aber egal, kommen so durch dieses Zusammenspiel sowohl von Berger-Luckmanns Sozialisationstheorie, aber auch von der Entscheidungstheorie nach dem Mülleimermodell in einem Zusammenspiel eine Gruppenidentität auf. Und das Ganze lässt sich empirisch darstellen. Ihr müsst das nicht alles lesen, das sind einfach nur die Aufzählungen zur Theorie. Das lässt sich messen. Und das ist mein Finales, was ich mitgeben will. Es ist messbar, wie Fachschaften ihre Gruppenidentität aufbauen, wie Fachschaften wahrgenommen werden. Und sobald sowas empirisch messbar ist, kann man etwas draus machen. Und zwar, man kann die Methode der Korrespondenzanalyse drüber laufen lassen, indem man sehr, sehr, sehr viele Fachschaften anspricht und kann gegebenenfalls eine Milieustudie daraus machen und Fachschaften nach einem Parsonschen 2x2-Modell aufbauen, indem man erkennt, es gibt Fachschaften, die haben einen hohen Zusammenhalt, in dem gibt es, man kann das operationalisieren nach hohem internen Zusammenhalt und nach hoher universitärer Zusammenarbeit. Und dann sehen wir Fachschaften, die klar kooperativ zum Beispiel sind. Das ist, wenn sowohl die Fachschaft intern einen hohen Zusammenhalt hat, aber auch gut mit der Universität zusammenarbeitet. Das war in einem der Experteninterviews, kam das sehr, sehr schön durch. Da war eine relativ junge Universität und da hat sich plötzlich gezeigt, die Uni hat sehr, sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, mit der Fachschaft kooperativ zu agieren. Es gibt das Gegenbeispiel, es gibt wenig, sehr, sehr wenig Kooperation der Universität, aber trotzdem hohen Zusammenhalt in der Fachschaft. Das führt dann dazu, dass Fachschaften zum Beispiel öffentliche Vorträge organisieren, dass Fachschaften darauf achten, dass Bands da sind, dass zum Beispiel auch Sexismus-Seminare gehalten werden. Ein prominentes Beispiel, was ich hierfür auch nennen darf, ohne Probanden zu irgendwie anzugreifen, ist die Besetzung der Universität in Berlin. Als es darum ging, André Holm rauszuwerfen, der staatssoziologisch geforscht hat, wo die Universität überhaupt nicht zusammengearbeitet hat, aber es gab einen hohen internen Zusammenhalt und dadurch hat die Fachschaft über mehrere Monate lang das Institut besetzt gehabt. Das ist alles, wenn die Fachschaft gut zusammenarbeitet. Es gibt auch ungute interne Zusammenarbeit. Das bedeutet, es gibt resignierende Fachschaften. Das ist das Klischee, was wir heute hören, wenn wir in Zeitungsartikeln über Fachschaften hören. Das heißt, ja, die Fachschaftsarbeit, die geht zurück. Es interessiert sich niemand mehr dran. Sowas befeuert dann übrigens auch so Thesen, die sagen, Fachschaftsarbeit ist nur noch Arbeit für den Lebenslauf. Das führt auch zu einem Resignieren. Und es gibt die kämpferische Orientierung. Das heißt, es gibt wenig internen Zusammenhalt, es gibt einzelne Akteure, die sehr, sehr stark pullen, aber die Universität lehnt sie trotzdem ab.
Das heißt, es gibt viele Individualaktionen, es gibt viele Karrieretypen in Anführungsstrichen, was zu einem eigenen Problemfeld führt. Und wenn ihr euch überlegt, das sieht jetzt auch schon mal trocken genug aus, eine Sache habe ich für den Sonntagmorgen noch, das muss, kann auch mit Katzenbildern entschieden werden. Genau, in diesem Rahmen, auch wenn das jetzt wirkt, weil ich Katzenbilder einbaue, dass die Wissenschaftlichkeit fehlt, es hat sich leider gezeigt, gerade in der empirischen Erhebung, dass diese Muster mehr und mehr vorkommen. Die Frage eher, die am Ende bleibt, ist, wo sind die Limits dieser Forschung? Ich hoffe, ich lenke euch jetzt mit bewegten Bildern ab. Ich habe gemerkt, das funktioniert augenscheinlich relativ gut und kann so Inhalte überwinden, gerade wenn ich über die Limitierung meiner Forschung rede. Ich habe in meiner Forschung insgesamt 50 Fachschaften quantitativ befragt, 2 Fachschaften qualitativ interviewt und habe gemerkt, es gibt sehr, sehr starke Diskrepanzen. Ich habe mich auf Soziologiefachschaften konzentriert. Das Ganze hat einen empirischen Hintergrund. Ich habe die empirische Seite mir herangenommen aus dem Studierenden-Survey der Universität Konstanz. Da wird darauf hingewiesen, es zeigt sich, dass gerade in den Sozialwissenschaften eine bessere Interaktion, eine bessere Partizipation existiert. Aber es zeigt sich auch zum Beispiel, dass Geschlecht auch eine Rolle spielt. Gerade bei Fachschaften. Es gibt immer wieder den Vorwurf, Fachschaften wären übermännlich, wären sehr stark männlich konnotiert. Und das ist leider wahr. Das findet sich in der Forschung zumindest, in der quantitativen Forschung wieder, dass während sich zwar Frauen sehr, sehr stark für Partizipation interessieren, sind Männer die Partizipierenden, zumindest in der klassischen Fachschaftsarbeit. Zuletzt habe ich aber auch gemerkt, die Kategorien sind nicht erschöpfend. Wenn ihr euch mit Fachschaftlern oder FachschaftlerInnen aus der IT zum Beispiel unterhaltet, da werden einige Probleme gar nicht wahrgenommen. Es gibt kein Nachwuchsproblem. Wenn ihr euch mit FachschaftlerInnen aus der Jura teilweise unterhaltet oder aus der Vivi, dann gibt es auch kein Sexismusproblem angeblich, was zu einigen, Problemen führt. Kurz zusammengefasst, Fachschaftsarbeit ist messbar, so komisch es klingt, Fachschaftsarbeit ist operationalisierbar und man kann selbst erkennen als Fachschaftler, wo steht man und wie lässt sich das Ganze verbessern über Fragen des internen Zusammenhalts bzw. Fragen der universitären Akzeptanz. Und zuletzt möchte ich mich natürlich auch bedanken ein bisschen und meine Quellen auch angeben in abgekürzter Version. Bei den teilnehmenden Fachschaften, wie gesagt, bei diesen 50 Fachschaften, bei meinen BetreuerInnen, beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, erstaunlicherweise. Weil die haben eine Zusammenstellung versucht über Fachschaftsarbeiten und über Fachschaften und sind da ein bisschen auch selbst gescheitert. Da haben zugegeben, es gibt keine einheitliche rechtliche Definition von Fachschaftsarbeit in Deutschland. In anderen Ländern auch nicht. Ich möchte mich bedanken bei der Metafa, bei dem Versuch der Verortung von Fachschaften auf einer Metaebene, was zu eigenen Problemen führt, weil hier wird Konflikt gesucht, hier wird ein Konflikt auch gefunden, zum Beispiel beim CHE-Ranking, wo es auch da wieder Fachschaften und Fachschaftenverbünde gibt, die klar einen Zusammenhalt versuchen abzuschaffen, also die eher versuchen, Barrieren aufzubauen. Und zuletzt natürlich, damit das sonntags morgens auch gepasst hat, möchte ich dem Internet of Cats denken, das mir ein bisschen vielleicht geholfen hat, ich hoffe geholfen hat, eine Theorie, die etwas dröge für den Sonntagmorgen ist, anschaulicher darzustellen. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.